Es ist Antwort C. Flasche auf den Kopf stellen und kreisen lassen. Stellt man die Flasche auf den Kopf, will das Wasser darin nach unten fließen. Dazu muss aber Luft von unten am Wasser vorbei nach oben strömen. Wasser und Luft sind sich gegenseitig im Weg. Lässt man die Flasche und damit auch das Wasser kreisen, entsteht ein Wasserstrudel, der das Wasser nach außen drängt. Dadurch wird in der Mitte des Wassers ein runder Durchgang frei. Das Wasser strömt außen nach unten, die Luft innen nach oben. Solche Phänomene treten in der Natur auch bei Windhosen, Tornados oder Taifunen auf.